Im aktuellen Abwahltrend festigt die ÖVP ihre Position auf Platz 2 und baut ihren Vorsprung auf die SPÖ weiter aus. Die Kanzlerpartei liegt nun bei 23,7%, während die SPÖ auf 21,1% zurückfällt. Der Wahlkampf der Sozialdemokraten wird weiterhin von parteiinternen Turbulenzen überschattet, was sich negativ auf ihre Umfragewerte auswirkt. Trotz des Rückgangs bleibt der Abstand zwischen ÖVP und SPÖ nach wie vor kleiner als der zwischen ÖVP und FPÖ. Die Freiheitliche Partei Österreichs bleibt mit 27,1% weiterhin unangefochten an der Spitze. Zwar hat sich der Vorsprung der Freiheitlichen leicht verringert, dennoch dominiert die FPÖ das politische Feld deutlich. Das Rennen um den ersten Platz scheint vorerst entschieden. Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich die Neos und die Grünen um Platz 4. Die Neos liegen aktuell mit 9,7% knapp vor den Grünen, die auf 8,4% kommen. Beide Parteien setzen in den kommenden Wochen auf intensive Wahlkampfstrategien, um ihre Positionen zu festigen oder auszubauen. Bei den kleinen Parteien schafft es nur die Bierpartei mit 4,9% über die 4%-Hürde, die für den Einzug in den Nationalrat notwendig ist. Die KPÖ bleibt bei 2,4% und würde den Einzug ins Parlament klar verpassen. Andere Kleinparteien wie Wandel und Liste Petrovic bewegen sich weiterhin unter 1% und sind daher im Wahltrend nicht berücksichtigt.